Lange Zeit kannte der DAX nur eine Richtung und die hieß nach oben. Selbst die 10.000-Punkte-Marke, die so psychologisch wichtige runde Marke, schien zum Greifen nah. Doch die scheint nun mittlerweile passé zu sein. Mittlerweile scheint es eher, als könne der DAX wieder in Richtung 9.000 Punkte laufen. Und ob das tatsächlich so ist, beziehungsweise wie seine Einschätzung ist, das möchte ich heute wissen von Dr. Milko Hecker von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG aus Stuttgart. Ja, Herr Hecker, nach dem jüngsten Kursrückgang, den wir jetzt gesehen haben, ja, folgt jetzt der große Einbruch? Sehe ich eher nicht so. Also was Sie gesagt haben, ist sicherlich nicht auszuschließen, dass wir in Richtung der 9.000 Punkte kommen. Auf der anderen Seite, ich denke mal, auch wenn der Auslöser jetzt eher aus dem fundamentalen Umfeld kam, nämlich dass schlechte Nachrichten hier aus den Emerging Markets für Unruhe gesorgt haben an den Märkten, würde ich das Ganze eher unter dem Aspekt technische Korrektur einmal einordnen. Und das fundamentale Umfeld ist in unseren Augen nach wie vor vollkommen intakt für 2014. In den vergangenen Tagen und Wochen war immer wieder zu hören, der Aktienmarkt sei den Fundamentaldaten vorausgelaufen. Sind denn tatsächlich die Aktien vielleicht etwas überbewertet? Naja, also ich führe hier mal ganz gerne das Kurs-Gewinn-Verhältnis an. Wir haben für den DAX haben wir ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2014 von 12,5. Beim Euro Stoxx 50 bewegen wir uns im Bereich von 12. Das sind Werte, die weit unter ihrem langjährigen Durchschnitt sich befinden. Insofern würde ich hier nicht von einer Überbewertung sprechen. Das Zweite, was ich mir auch mal angeschaut habe, wenn man mal alleine die Dividenden herauslässt in den letzten 14 Jahren, also wenn man eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3% ansetzt, müsste der DAX heute also auf damaligem Kursniveau bei über 12.000 Punkten stehen. Da sind wir weit davon entfernt oder umgekehrt gesagt, wir sind immer noch 20% unter den All-Time-Highs aus dem Jahr 2000, als wir sicherlich eine Überbewertung hatten. Aber insofern ist mir hier, was die Bewertung angeht, auf keinen Fall bange im Moment. Zuletzt war immer wieder zu hören, dass insbesondere die Top-Manager etwas optimistischer sind, was das Jahr 2014 angeht. Wie würden denn Sie die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven im laufenden Jahr einschätzen? Also sie sind nicht exzellent, aber sie sind sicherlich gut und sie werden auch besser im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man das Weltwirtschaftswachstum sich anschaut, wir rechnen für dieses Jahr mit einem Wachstum von etwa 3,8% im Vergleich zu 2,9% im Vorjahr. Die Eurozone wird dieses Jahr mit etwa 1% Wachstum die Rezession verlassen. Hauptwachstumsmotor ist hier sicherlich Deutschland, wo wir von sehr guten Zahlen ausgehen. Die Angst um einen Zusammenbruch der Eurozone insgesamt ist deutlich zurückgegangen und von dem guten Umfeld wirtschaftlich weltweit dürften vor allem eben auch unsere deutschen und europäischen Unternehmen profitieren. Also hier rechnen wir mit einem Wachstum von 10-15% bei den Gewinnen in diesem Jahr. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass insbesondere im Jahr 2013 die EZB und auch die Fed nicht ganz unschuldig an der guten Kursentwicklung, zumindest an den Aktienmärkten waren. Welche Zinsentwicklung erwarten Sie denn für das laufende Jahr? Nun, die Amerikaner haben ja angekündigt, dass sie jetzt das sogenannte Tapering beginnen. Also sie fahren ihre Anleihestützungskäufe jetzt zurück. Das kam nicht sehr überraschend, das werden sie sicher fortsetzen. Dass jetzt hier schon ein Zinsschritt nach oben erfolgen wird, das sehe ich eigentlich die nächsten Monate oder auch in diesem Jahr noch nicht. Die EZB ist sogar hier noch ein Stückchen zurück. Das heißt, sie hat ja aktiv angekündigt, dass sie an der Niedrigzinspolitik weiter festhalten werden auf lange Sicht. Im Gegenteil, sie haben im Herbst letzten Jahres sogar verkündet, dass sie gegebenenfalls, wenn es notwendig sein sollte, weitere Maßnahmen der lockeren Geldpolitik ergreifen werden. Die negativen Einlagezinsen für Banken lassen hier grüßen. Also insofern erwarten wir hier wenig Änderungen. Unterm Strich wird für Privatanleger im Euroraum eben nach wie vor real eine negative Rendite verbleiben bei dem Zinsniveau. Ja, was ist denn auch direkt Ihr abschließender Rat an den Privatanleger? Jetzt erstmal die Korrektur abwarten oder sind das bereits wieder Einstiegskurse? Also in der Tat halten im Moment, wie gesagt, das fundamentale Umfeld sehen wir sehr intakt für 2014. Die Alternativen fehlen in anderen Anlagebereichen und insofern halten. Und bei technischen Korrekturen, bei Schwächephasen raten wir eher zu Käufen. Dr. Milko Hecker von Wolf & Hecker Finanzconsulting AG aus Stuttgart, vielen Dank für das Gespräch.